Hä? Was war? Ich wette, der öffnet den Waffenschrank. Den Waffenschrank? Oh Gott, wo war der denn? Der war hier hinten, oder? Открывай! Ключ у тебя! Я думаю... Он видит halt nichts. Sieh mal einer an. Hä? What the fuck? Haben wir jetzt drei Waffen? Nee. Was soll ich mit so einem Scheiß Revolver? Wollt ihr mich verkackeiern? Was soll ich mit so einem Scheiß Revolver? Was soll ich mit so einem Revolver? Hau ab! Gib mir eine richtige Waffe! Ich will keinen Scheiß Revolver haben! Bin ich im Wilden Westen? Ach man, schmeiß den Körper weg. Ich brauch den nicht. Brauch kein Mensch. Hier, das will ich haben. Ah ja. Hast du denn die alten Teile nicht gezockt? Doch, aber das ist schon sehr, sehr lange her, um ehrlich zu sein, Belian. Also, falls es irgendwie lore-technisch Verknüpfung geben könnte. Wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir die zusteckt. Also ich habe COD bis auf, glaube ich, eine Kampagne, wie mir vorhin aufgefallen ist, alle gespielt. So, wo muss ich jetzt hin? Das wäre ja auch zu schön gewesen. Hier drüben! Hallo. Bei deinem Lärm ist es ein Wunder, dass uns noch nicht die ganze Sowjetunion am Hintern hängt. Gabel, ich glaube, die ist voll. Okay. Warst fleißig. Dafür werde ich bezahlt. Hier drin schief. Oh. No Backseat Gaming? Oh, Nivelliergerät. Was wird denn hier nivelliert? Siehst du irgendwelche Ausgrabungsstätten? Wenn ich diese Karte richtig lese, musst du ein paar Grad zu deiner Linken schwenken, weiter nördlich. Da, was ist das? Bingo. Laut Karte steht dieser Kran in der Nähe des alten Computerraums. Das muss es sein. Ehrlich jetzt? Das... Habt ihr den Soundrechner gefunden? Da ist ein großer Kran im Westen der Basis. Mach deine Winde bereit. Bitte was? Meine Winde? Sorry, kann ich nicht verstehen. Gehen wir richtig drin jetzt hier? Dimitri, wir sind festgenagelt. Kannst du uns Luftunterstützung geben? Warum denn? Lass doch ballern. Ist nicht umsonst Kampfhubschrauber. Erinnert an euren 4. Juli, nicht wahr? Gern geschehen. Nur, dass das halt gar nichts gebracht hat. Es hat halt nichts, legit nichts gebracht. Es hat halt... Oh! Bin ich tot? Посторонний! Ey! Können wir etwas Hilfe kriegen? Machst du Witze? Haltet eure Herrscher fest!
14. Juli, nicht wahr? Gern geschehen. Scheiße, keine gute Idee. Oh Gott, Hilfe, Mama! Hi, Junge! Brauche Deckung, verdammt! Saba! Oh shit, der hat den Ding! Oh! Blöde Sau. Bewegung. Kontrolliere. Was kontrollierst du denn? Dein Atem oder was? Beweg deinen Atem. Halt doch mal deinen Schnabel, Stiegelwurz. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Schmiedelwurz hatte. Oh. Achtung, Granate! Bewegung! Wechsel in Deckungsposition! Gib mir Deckung! Keine Reichweite. Ich kotze! Bin unterwegs. Wohin? Ey, verpiss dich, Schniedelwurz. Echt. Geh weg. Das hast du jetzt wieder nicht alleine hingekriegt, oder? Was, Schniedelwurz? Du brauchst gar nichts, du Pfeife. Du kannst ihn mal löschen gehen. Oh shit, aua, ja! Und ich lag da so gut. Und wieso haben die alle nur 30 Schuss hier drinne? Das ist ja zum Kotzen. Gute Arbeit. Das war jetzt nicht gut. Okay, we got it. Fuck! Mama! Lana! Boah, das war jetzt aber auch das andere knapp hier. Okay, AK Doppelmagazin hier, aber sowas von. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Das war jetzt aber wirklich knappi, du. Hat hier eigentlich irgendeiner von euch mal eine ordentliche Waffe oder habt ihr alle nur Scheiße? Hoffentlich hält das verdammte Ding dieses Mal. Ah!
Schniedel Wutz, guck mich nicht so an und mach was, du Pfeife! Wutz, ich bin über dem Evakuierungspunkt. Tut mir leid. Wir sehen dich, Dimitri. Warte. Los geht's, Mason. Was los geht? Wir müssen da runter. Ja, denn... Geh doch runter. Ist der Hauptrechner groß? Wir kommen nicht weg, wenn er zu schwer ist. Mason, wir müssen da runter. Nein! Alles Standardgröße. Maja, wenn du mir jetzt noch einmal einen Befehl gibst, ne, dann rass hier aus, so. Dimitri, wir sind in Position. Lass die Winde runter. Lass sie runter. So ein MP5, Mason, ja, ne? Das Kabel. Ein Kabel. Mann, sollst du Lack, Alter? Kriegst du die Scheiße nicht mal lassen. Ja, sag mal, also... Ey, solche Passagen hasse ich ja wie die Pest, oder? Oh, wenn du aus allen Richten bist... Oh, wie soll ich das denn tun? Just don't die. Nach oben!
Digga, what the fuck? Voll, den kann man hier auch nicht hinlegen. Das kann doch nicht mein Ernst. What the fuck, ey? Licht aus! Ich hab keine Ahnung, was wir anders gemacht haben. What the fuck? Sorry, dass das so lange gedauert hat, Leute. Uffi! Katzen? Wir haben den Hauptrechner analysiert, den Mason und Woods vom Yaman Tower geholt haben. Fast zwei easy peasy. Ursus suchte nach den Namen der Schläferagenten, die Dragovic 68 eingesetzt hat. Geben Sie sie durch. Wir schicken Adlers Team, um sie ausfindig zu machen. Ursus hat sie gelöscht. Verdammt. Es gibt nur noch einen Ort, wo sie diese Informationen finden. Die Lubjanka. Was? Das KGB-Hauptquartier? Warum hat sie Perseus nicht selbst herausgeholt? Keine Ahnung. Vielleicht handelt er ohne Autorisierung. Ich sag Adler Bescheid. Aber wir müssen das entweder richtig machen oder gar nicht. Gerade gehört. Belikov ist wieder in Moskau. Ihr kennt den Plan. Bell, du kommst mit mir. Lazar, bereit machen zur Evakuierung. Du nimmst ihn mit zum KGB? Bist du verrückt? Warte, bis Mason oder Woods zurück sind. Ich brauche weder Mason noch Woods. Ich brauche Bell. Er ist unverzichtbar. Macht dir das Spaß? Du setzt die ganze Operation unnötig aufs Spiel. Das ist nicht unnötig, sondern kalkuliert. Denk dran. Wenn ihr die Sache verbockt, kriegen wir diese Namen nie. Dann war's das. Ich weiß, du schaffst das. Hudson traut niemandem, den er nicht kontrollieren kann. Wow. Mehr auf Deckung geachtet? Also Boss... Da er aus allen Richtungen geschossen wurde, war echt, ehrlich gesagt, nicht wirklich viel mit auf Deckung achten. Uff, ich habe auch das Gefühl, ich kann mich täuschen, dass, wo wir gestanden haben, auf dem Container, dass das was damit zu tun hat, wie schnell wir da rausgekommen sind. Boah, das war wild. Willst du mich davon überzeugen, dass du diese Operation leiten solltest? Meine Dienste sprechen für sich. Ist das so? Naja, wenigstens versteckst du dich nicht hinter Adler. Das muss ich dir lassen. Was gibt's denn? Wir haben keine Zeit, die zu fabrizieren. Belikov besorgt Uniformen.
Danach müsst ihr improvisieren. Aus strategischer Sicht grenzt das an Wahnsinn. Also genau die Art von Arbeit, für die wir auf Adler vertrauen. Diese Info ist streng geheim. Und wie ich das sehe, gibt es nicht den geringsten Grund, sie dir zu geben. Du sollst Kontakt aufnehmen und dich an Adler halten. Negativ. Wenn er in der geheimsten KGB-Datenbank rumschnüffelt, fliegt er auf und jahrelange Arbeit ist ruiniert. Er lässt euch rein, aber er wird die Namensliste nicht anrühren. Du bist entweder treu an Adlers Seite oder Kanonenfutter. Na dann. Ein exzellenter Vorschlag. Sobald ich irgendwie Verdacht schöpfte. Eieiei. What the fuck? Du hast besseres Daten. Was ist denn jetzt hier was? Also, das ist die nächste Mission. Was? Was macht man denn jetzt hier? Also, was ist denn abgeschlossen und was ist nicht abgeschlossen? Ich sehe auf dieser Wand nicht durch. Mission starten. Also kann ich quasi alles nochmal neu machen. Sehe ich das? Verstehe ich das hier richtig? Das ist super verwirrend. Danke. Das ist gerade ein bisschen verwirrend. Mission starten. Primärziele. Die verlassene Basis im Anton infiltriert. Das ist die nächste Mission. Aber was sind denn Nebenmissionen und was nicht? Datei entschlüsseln. Manchmal verstecken die Russen kodierte Nachrichten, wo sie jeder sieht. Vielleicht gibt dir deine KGB-Erfahrung hier einen Vorteil. Lass sie ihre eigene Medizin schlucken. Wir haben diese kodierte Nachricht bei ihm entdeckt. Wir glauben, dass sie für den US-Spionagering bestimmt ist, aber noch konnte sie niemand entschlüsseln. Zeig ihnen, wie das geht. Ich bin wirklich ein bisschen... Das Rechnungsbuch aus Graus Wohnung könnte Hinweise auf die Identitäten der leitenden Agenten enthalten. Graus war wohl ein Mittelsmann, der sie mit Geld versorgte. Aber wo ist denn jetzt hier... Mission starten. Nächste Mission. Kann man jetzt die Sachen alle nochmal neu machen? Gerade ein bisschen, also muss. Ich verstehe die Wand nicht. I don't understand. Was ist denn jetzt was? Oh Gott. Ich schwitze. Was ist eine Nebenmission und was nicht? Scheiße. Das wäre die nächste Mission. Okay, los geht's. Die Lubjanka, das KGB-Hauptquartier in Moskau.
Die Akten über die Schläferagenten sind im Archiv in einem Atomschutzkommandobunker 30 Meter unter der Erde. Der einzige Weg rein oder raus ist dieser Hochsicherheitsaufzug. Wir brauchen entsprechende Vollmachten. Da kommt unser Kontaktmann Belikov ins Spiel. Belikov ist seit fast 10 Jahren unsere Quelle im KGB. Er bringt uns rein. Er hat uns am Yamantau geholfen und es wieder tun. Das ist Wahnsinn. Selbst für ihn. Macht er wirklich mit? Eine akute nukleare Bedrohung rechtfertigt jegliches Risiko. Da würde er mir sicher zustimmen. Sims, hol Belikov an den Apparat.